Große Augen, flauschig und wunderschöne Zähne. Worum es sich dabei heute handelt, haben bestimmt schon ein paar von euch erraten. Es geht um die Alpakas und genauer um die Alpakas vom Reichenbach. Also ich bin jetzt hier mit der Anja, der Veranstalterin von den Alpaka-Touren, von den Alpakas vom Reichenbach. Und unsere erste Frage gleich mal. Bei Hunden und Pferden kann sich ja jeder was ein bisschen unter der Haltung normalerweise vorstellen. Wie ist das da bei Alpakas? Gibt es da irgendwas Besonderes? Ja, man muss halt wissen, auf was man achten muss bei den Alpakas. Man sollte Kurse besuchen. Eigentlich ist es ein ziemlich anspruchsloses Tier, das heißt, sie brauchen nur Gras und Heu. Was macht jetzt Alpakas so besonders? Also die Alpakas sind sehr ruhige Tiere, sind sehr ausgeglichene Tiere, das macht die Alpakas so besonders. Sie bringen einen runter, also man kann auch nicht mit Stress ins Gehege reingehen und sagen, jetzt mache ich schnell, sondern dann sagen die Alpis, ja, jetzt machen wir mal gar nichts mehr, weil schnell geht nicht. Wie ihr auch gerade schon selber erfahren habt bei dem Laufen, also es ist sehr entspannend und sehr beruhigend, das ist das Besondere an den Tieren. Wie ist das mit der Zucht bei Alpakas genau? Weil natürlich interessiert man sich oft gerade für die Kleinen. Also wir selbst haben hier keine Hengste, das sind alles Wallache, die hier bei den Stuten mit dabei sind. Wir haben unsere Mädels, waren circa 9 Wochen, waren die in Bad Tölz im Liebesurlaub. Dort haben wir schicke Jungs ausgesucht für sie und als sie dann tragend waren, haben wir sie wieder abgeholt. Ah schön, da haben sie sich bestimmt gefreut dann drüber. Die hatten schönen Urlaub. Das glaube ich. Das war es dann auch schon mit unserem kleinen Interview. Dann danke schon mal und auch im Namen vom ganzen Team natürlich danke für den schönen Tag mit den Alpakas heute. Gerne, freut mich, wenn es euch gefallen hat. Bye.